Hallo Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Es geht weiter mit unserem Lore-Run in Dark Souls 3. Wir stehen vor den Kartus-Katakomben auf dem Weg zu Hochfürst Volnir. Guten Abend euch allen. Schön, dass ihr alle da seid. Wunderbar. Gut. Verschwenden wir keine Zeit. Los geht's. Aber erstmal, ups, ein Prost. Mir geht's super. Vielen, vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, dass ich bis Freitag wieder einen Controller benutzen kann. Freitag so blöd gestürzt, dass die das Handgelenk... Oh, dann schnellstens gute Besserung. Das ist... Warum nicht gestern? Wir hatten gestern Jahrestag, deswegen musste ich den Stream aussetzen und auf heute verschieben. Unserem Jahrestag gehen wir traditionsgemäß immer in einem speziellen Restaurant sehr fein essen. Und das ist halt auf den Freitag gefallen. Wow. Der hat mich jetzt aber erschreckt. Meine Güte. Na je. Danke sehr, vielen Dank. Kartus Rot, haben wir das schon gelesen? Hatte ich das schon mal irgendwie? Nein? Dickflüssige Sekrete von Pflanzen. Fügt der Waffe der rechten Hand vorübergehend einen Blutungseffekt zu. Den Rittern von Kartus zugerechnet, deren Klingen durch die blutrote Substanz und die Spritzer des Bluts ihrer Opfer scharlachrot leuchten. Vielen Dank für den Einsteigerguide von Elden Ring. Bin jetzt endlich nach einem Jahr durch. Schwarze Fluse, herzlichen Glückwunsch. Schon wieder ein Monat mehr lachender Smiley mit lachenden Augen. Ui, Dankeschön, Mr. Darkrow. 65 Monate. Hey. Nobody likes you. Du hast das Schwarzritter-Großschwert nicht gelesen. Ich habe echt das Schwarzritter-Großschwert nicht gelesen. Ein Ultra-Großschwert der schwarzen Ritter, die das Land im Kampf gegen Chaos-Dämonen durchstreiften. Die Ritter kämpften ständig gegen Gegner, die viel größer waren als sie selbst. Und der Angriff mit diesem Schwert kann die Balance von Gegnern stark beeinträchtigen. Sehr gut. Wie findest du besser, Dark Souls 1 oder 3? 1, wegen der Spielwelt. Die ist einfach so grandios konstruiert. Und zusammenhängend. Ha! Hey! Kann ich auch. Mein Hass soll spawnen. Von From Software habe ich keins. Wann kommt Folge 3 Sekiro raus? Let me take a look on my schedule. Die Mifelnahme heute. Sekiro kommt ab sofort immer dienstags und freitags. Hey! Yeah. Musical Chocolate. Dankeschön. Für das Abo. Vielen Dank. Streamen wir immer Montag online auf YouTube? Natürlich. Das Scimitar. Haben wir das denn schon mal irgendwie? Nein, haben wir nicht. Dieses kleine Krummschwert ermöglicht flinke Bewegungen und Folgeangriffe. Die tiefschneidenden Hiebangriffe dieses Scimitars sind jedoch gegen Rüstungen und harte Schuppenpanzer weniger effektiv. Dankeschön, Lexitatus. Dankeschön. Wartet mal. Ist ja, ach nee, hier ist noch nicht die Falle, oder? Nein. Whoop. Haha. Depp. Kannst du nicht Irritierschwert ausrüsten? Kann ich auch, ja. Aber ich habe das noch nicht so hochgelevelt. Das muss ich mal noch nachziehen. So. Jetzt gehen wir erstmal noch hier vorne hin. Bacillicillus, dankeschön für die 100 Bits. Noch ein Scimitar. Wann kommt das Elden Ring DLC? Ende nächster Woche.
Wir müssen noch ein paar Tage warten, dann ist es da. Endlich. Ich habe den Xbox Showcase gesehen, jawohl. Es ist mir allerdings nicht wirklich irgendwas explizit in Erinnerung geblieben, wo ich mir gedacht habe, geil, darauf warte ich. Was sage ich zum Preis von Elden Ring DLC? Kann ich noch nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie viel drin steckt. Es scheint ein ziemlicher Brocken zu werden. Das passt ja zum Gesamtbild, ne? Sorry, not sorry. Kleine Titanitscheiben, ja, die werden wir brauchen nochmal. Große Titanitscheiben, ui. Oh, oh, oh. Ei. Habe ich Elden Ring platiniert? Ja, habe ich. Nehmen Sekiro mein einziges From Software Spiel, das ich platiniert habe. Nein, Quatsch, ich habe kürzlich Dark Souls 1 nachgezogen. Haha, weil ich lüge hier vor. Da war ich ganz stolz drauf, weil mich das ziemlich genervt hat, weil das so Waffenfarming ist ohne Ende. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Das ist auch das, was mich dann davon abgehalten hat, in Dark Souls 2 oder 3 zu platinieren, wegen diesem ganzen Covenant-Item-Farming. Alle Zaubersprüche, alle Pyromantien, alle Wunder und dergleichen. Boah, furchtbar. Das ist nicht so meins. Also ich spiele ja kein PvP und so ein Item-Farming, das langweilt mich auf Dauer. Deswegen, ja. Nee, ich werde es nicht platinieren. Das ist, wie gesagt, das motiviert mich nicht. Seref, guten Abend. Dark Souls 2 gibt mit einem Boss-Randomizer oder General. Könnte sein. Könnte sein. Das ist so ein Umherhuschender, ne? Das ist. Kann ich dich markieren? Danke. Izanagi hat Abos verschenkt und davon eine richtige Menge. Vielen, vielen, vielen Dank, Izanagi. Dankeschön. Oliant von Kartus. Halt, will mir hier irgendjemand ans Leder? Genau du. Dankeschön, Izanagi. Vielen Dank. Da haben wir jetzt den Foliant von Kartus. Ein Pyromantik-Foliant aus Kartus, gefüllt mit Pyromantien für den Kampf. Gib ihm einen Meister-Pyromanten, bla bla bla. Die Pyromantien von Kartus wurden in Abgeschiedenheit von anderen Formen entwickelt, was ihre abweichende Entstehung erklärt. Bye. Versuch da mal wieder aufzustehen. Seraph ist gerade ein Platin für Dark Souls 2, wird noch sehr lange dauern. Genau, das ist das, wovon ich sprach. Das ist das, was mich eben maximal abgeschreckt hat. Dieses Farming. Uch, nee, nein, nee. Bah. Scharfer Edelstein. Gothic Remake, First Look. Ist das schon fertig? Das ist noch gar nicht draußen, ne? Das dauert doch noch, habe ich im Kopf. Hui. Alle Dark Souls Spiele Platin. Dann Glückwunsch, sehr gut. Dann hast du mehr Geduld bewiesen als ich. Wie oft habe ich Dark Souls 3 durchgespielt? 3 bis 4 Dutzend Mal. Sehr häufig. Sehr häufig. Einen riesen Haufen Knochen. So, Anri? Nein, Horace habe ich nicht gesehen.
Ich habe System Shock Remake nicht gespielt. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich habe mal kurz ins Original mal wieder reingeguckt und wollte damals Remake spielen. Dazu ist es nie gekommen, leider. Hast du dich beste Elden Ring-Ende? Das von Rani. Das ist cool. Er kann auf sich aufpassen. Ja, ja. Kann er. Ja, er sucht dich. Ja, ja, ja. Mhm. Spoiler, nein. Itzanagi, wie viel waren denn das? Das geht ja immer noch weiter. Bist du irre? Dankeschön. Oh. Das brauchen wir. Blutroter Moosklumpen. 40? Himmel. The Souls, guten Abend. Was bleibt beim New Game Plus in Elden Ring nicht? Wie bei jedem From Software New Game Plus bleibt dir alles erhalten an Fortschritt. Das heißt, deine Attribute, deine Ausrüstung, deine Items, deine Consumables. Aber Key-Gegenstände, Quest-Gegenstände, all das natürlich nicht. Elegante Rückhandbewegung, den Deckel, was? Auf der Dose Mittelfinger gehauen und genau in... Oh, oh, au. Oh. Was macht ihr denn alle mit euren Händen so kurz vor dem Elden Ring DLC? Seid ihr wahnsinnig? Roadrunner, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Habe ich mich schon entschieden, zur Gamescom zu gehen? Ne, das wird kurzfristig passieren. Weil wir nämlich im Sommer häufig unterwegs sein werden. Und das ist alles schon eingeplant. Und das muss ich dann noch zeigen, ob sich dann die Zeit und die Energie findet, zur Gamescom zu fahren. Bye. Nach 2 Jahren Elden Ring oder From Software Spiele sind doch wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Ich glaube, da kommt man schnell wieder rein. So, Knochensplitter. Yes. Ja, also alles, was mit der Story zu tun hat, ganz klar. Auch die Orte der Gnade und dergleichen. Du musst die Spielwelt quasi wieder von vorne entdecken. Schaue ich die EM? Nicht intensiv. Also so die spannenden Spiele, da gucke ich rein, lass es nebenher laufen. 33 mal 4 Getränke umfragen. Absolution! Bei mir ein ganz klassisches, langweiliges, helles Augustiner. Lassen Gegner in Elden Ring auch Zauber fallen oder kann man die nur in der Welt finden? Es gibt bestimmte Bosse, die Zauber fallen lassen. In den Dungeons zum Beispiel. Aber ansonsten so klassische Gegner lassen keine Zauber fallen. Die ersten Bosse... Nee, weil der New Game Plus, das skaliert der Schwierigkeitsgrad mit. Alles macht mehr Schaden, alles hat mehr Lebenspunkte. Und in klassischen From Software Spielen geht es bis zum New Game Plus 6 hoch, dass der Schwierigkeits immer weiter ansteigt. Elino, vielen Dank. Ach, schon wieder ein Monat um. Kleiner als 3. Ich kann die kleinen... Nee, die kleinen kann ich nicht kaputt machen. Das waren die großen, die ich kaputt machen kann. Ich kann mir das nie merken. Wenn man anfängt, Panic Rolls zu machen, dann ist man wieder Elefant im Porzellanladen.
Assassin's Creed Shadow Gameplay noch nicht gesehen, nein. Ich weiß aber, dass das Setting mich sehr anmachen wird. Also da habe ich mal wieder Bock drauf. So, den Kartusring. Den Milchring, wo ist er denn? Da. Diesen Ring tragen die Krieger des Sandkönigreichs Kartus. Er erhöht die Geschicklichkeit leicht und verbirgt den Träger beim Rollen. Die Schwerttechnik von Kartus beinhaltet fließende Bewegungen mit einem Krummschwert. Meister dieser Technik sollen ihre Gegner verwirren können, indem sie sich so schwerelos wie ein Sandkorn bewegen. Sie leben für ihren Hochfürsten Bolnir, dem Eroberer der meisten Königreiche, die ihrem Volk bekannt sind. Diese Pötte hier. Ehrenberg, ja, also Freitag nächste Woche im Stream starten wir hier im Stream den First Playthrough von Elden Ring. Das wird ein großer Spaß. Komm her. Du bist so einer. Wow, die Falle hat ja richtig reingehauen. Wie ist es dann mit dem Lore-Run? Der wird nur für nächste Woche dann pausiert. Weil, dadurch, dass das Spiel ja quasi zum nächsten Wochenende erscheint, habe ich mir gedacht, okay, Freitag nächste Woche, dann gibt es die Auftaktfolge des First Playthroughs live im Stream und dann als Aufzeichnung gleich am Tag drauf, am Samstag. Und den Rest des DLCs spiele ich dann in Videos. Dass es hier im Stream dann wieder ganz klassisch mit dem Lore-Run weitergehen kann. Kartus Großkrummschwert, I love it. Oh, dieses große Krummschwert wurde von den Schwertkämpfern aus Kartus eingesetzt. Es ist das leichteste unter den Großschwertern und dient dazu, Blutungen zu verursachen. Leute, das ist wirklich badass. Mache ich Sport? Nicht so viel, wie ich gerne wollte. Wir haben so ein Pedelec, so ein Rad, wo man drauf Rad fahren kann. Jetzt nicht so ein großes mit Griff vorne, sondern einfach nur ein Sattel mit Pedalen unten dran. Und da sitze ich pro Tag eine Stunde drauf. Aber ich will jetzt, wo es halt langsam jetzt mal wieder schön draußen wird, auch regelmäßig mal wieder so ein halbes Stündchen auch joggen gehen. Damit bis zum Sommerurlaub die Bikini-Figur wieder hinhaut. Ich habe mir die Trailer zum DLC angeschaut, ja, tatsächlich. Aber sonst nichts. Ich habe mir die ganzen Preview-Reports, die es zurzeit gibt, durch die paar Stunden, die ein paar vereinzelte Journalisten spielen durften, habe ich nicht gelesen, weil ich mir nicht spoilern lassen will. Ich will das Spiel, den DLC, frisch, jungfräulich mit euch genießen. Ah, das ist ärgerlich. Komm mal mit. Sage mal. Ich hatte das Schwert nicht dran. Ich wollte eigentlich einen Backstep machen. Stehe so mit dem Zauberstab. Hey. Du nervst mich mit deinem Halt-Holzschild da. So. Das von dem Abo sehe ich als Affiliate-Partner ein Drittel. Zwei Drittel behält Jeff Bezos höchst selbst für sich. Insofern und halt dann hast du durch ein Abo, hast du natürlich dann auch keine Werbeeinblendungen, das ist so der Vorteil. Eine direkte Donation, die man auch tätigen kann. Unter dem Player ist ein Button dafür. Die geht zu 100% an mich. Auf welcher Plattform werde ich den... auf dem PC. Ich habe den DLC aber auch auf der PlayStation 5 gekauft, um dann quasi so privat mit Lukas zusammen
auch auf dem Sofa das Ding zu genießen. Wir haben das Spiel ja eh schon von Anfang an immer auf beiden Plattformen gehabt. Nicht die Bits, nein, die Donations. Also wenn du unter den Player guckst, gibt es so ein paar Links, die ich verlinkt habe auf YouTube, auf Twitch, Twitter meine ich, auf unseren Discord-Server, den meine Moderatoren liebevollerweise eingerichtet haben und moderieren. Und da ist dann auch eine Möglichkeit, eine Donation abzugeben über PayPal. Wo kann ich dich mal in echt sehen? Ich lebe in Unterschleißheim. Das ist nördlich von München. Da bin ich gelegentlich mal unterwegs. Die Collector's Edition, ja. Also wenn hier über meinem Kopf, andere Seite, oh halt, andere Seite, da seht ihr die Melania. Ja? Und drüber ist die Schachtel, hier da oben. Seht ihr sie? Genau. Jetzt habe ich meine Kamera voll durcheinander gebracht. Moment. Und jetzt ist sie krumm. Das gibt's da nicht. So. Besser. Ich muss sowieso mal hin. Das sieht echt nicht schön aus. So. Die Tür. Besser. Bin ich Dark Souls? Ich würde jedes From Software Souls-like empfehlen. Spielen. Okay, dann. Warum spiele ich eigentlich ohne Greenscreen? Der Raum ist nach hinten hin nicht lang genug, um eine vernünftige Greenscreen aufzubauen. Das müsste ich dann quasi mit so, wie so eine Art Leinwand an der Decke befestigen und runterziehen. Und es gibt nicht genug Platz, um die Greenscreen so gut auszuleuchten, dass sie auch wirklich funktioniert. Weil das muss ja ein schönes, gleichförmiges, gleichmäßiges Grün sein, damit es auch wirklich klappt. Hoverwart, Rocks, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dein Feedback. Das freut mich wirklich sehr. Jetzt kann ich in Dark Souls 3 endlich schlauer sterben. Das war der Plan. So. Gell, Macbeth? Ich habe auch mal wieder richtig Bock gehabt auf Dark Souls 3 und finde es jetzt auch in dieses, das Eintauchen in diese Story. Macht echt Spaß. Nvidia Broadcast getestet. Das kann auch ohne Greenscreen den Background ausblenden. Ja, aber kriege ich das in meinen OBS rein? Als Mod oder Filter oder Plugin? Weil ich will ja nicht von meinem OBS Streaming Programm weg. Auf gar keinen Fall. Das geht in OBS mit Schnittstelle rein. Welcome home, speak. Oh, ich muss noch mit Ding sprechen. Jetzt, wo die Abyss Watchers Platz sind, ist der da oben. Hat wieder was zu sagen. Very well. Then Tuckhaken. Du wählst dann als Kamera nicht die Webcam, sondern Nvidia Broadcast in OBS. Ah. Wir brauchen 14.000. Das kriegen wir hin. 14.000. Gegenstand kaufen. Nee, verkaufen. Hast du denn die Stories so nach ein paar Stunden Spielen verstanden oder musstest du die Videos anschauen? Ich habe die Stories bislang immer noch nicht so wirklich verstanden. Es ist echt Wahnsinn. Ashen One. Dankeschön, Reudenbock. Vielen, vielen Dank. Willkommen hier in der illustren Runde. You haven't given up yet. Then you're a brusher für deine klasse Arbeit? You can make better use. Dankeschön, The Souls. Hat funktioniert. Dankeschön für die 3 Euro. Dankeschön. Das ist echt lieb von dir. Welches Ende werde ich in diesem Run zuerst machen? Was heißt zuerst? Man kann ja immer nur ein Ende machen. Ich versuche das geheime Ende zu machen, natürlich. A Buddle Poops. I don't need it. Dankeschön. Not now I've flown the coop. The Undead Legion of Farron. Is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom
at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Ja, es war eine lustige Truppe, ja. Giving admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Du bist, das habe ich doch schon längst gemacht. I pity the sorry souls. You sorry fool. Gaining admission to the Legion. Ja, ja. Alles klar. Ich muss noch aufleveln. Ich habe die Seelen konsumiert, aber bin nicht aufleveln gegangen. Irritierschwert nicht vergessen. Korrekt. Very well. Then taken. Ich mache jetzt dann bis auf 20 und dann bin ich da zufrieden. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Geld. Was können wir denn verkaufen? Das da. Salia 87. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Und dann, was verkaufen wir hier noch? Ich habe 2 Scimitars. Reicht das jetzt vom Geld? Wahrscheinlich nicht. 2 Bögen. Hier so ein blödes Schilde. Können wir auch weghauen. Jetzt mal sehen, ob es reicht. Mit welchem Spielstand werde ich den DLC spielen? Ich habe 3, die bereitstehen. Für den First Look, für meinen Einsteiger-Guide als Recherche und Einsteiger-Guide für den Dreh. Mein Lieblings-Soulsborne, Dark Souls 1 und Bloodborne. Auf. Gleich auf. Estus, habe ich einen Estus? Nein. Waffe verstärken. Irritöl. So, jetzt brauchen wir 8 Funkeltitanit. Aber jetzt wechseln wir mal dazu. Warum nicht? Ich hab ein ganzes Portfolio an Waffen, die ich benutze für den DLC. Man sollte sich eh nie auf nur eine Waffe beschränken. Ist nicht gut. Man muss sich breit aufstellen. Unterschiedliche Elementarschäden und so weiter. Aber ja, der Blut- und Reißzahn ist natürlich auch mit dabei. Felnix, guten Abend. So, kleiner Trick. Etwas mitlaufen und dann umdrehen. Dann kommen nämlich die Ratten angerannt und werden überrollt. Punks. Malekiths Schwert habe ich noch nicht wirklich ausprobieren können, aber es ist, glaube ich, ziemlich cool. Oi, ich habe deine Stream gerade entdeckt und das Profilbild kam mir gleich bekannt vor von YouTube. Quäle mich gerade zum ersten Mal durch die Axel 2 und schaue parallel deine Videos. Sehr cool, das freut mich. Ja, normalerweise bin ich immer freitagabends um 19 Uhr live hier auf Twitch. Heute ist eine Ausnahme. Also falls du öfters mal reinschauen willst, Freitag 19 Uhr. Ich liebe das Irritierschwert. Ekelhaften Klumpen mir überall. Hätte ich vielleicht doch wieder zum. Achso, ich hab's ja durchwirkt. Es ist jetzt kein Feuerschwert mehr. So, die harmlosesten Bone Wheels aller Zeiten. Wegen Fußball gestern. Nee, wegen Jahrestag von meinem Mann Lukas und mir. Ja, aber lustig. Jeder hat mich gefragt, ob ich wegen Fußball verschiebe. Nee, tatsächlich nicht. Wir waren fein essen und wir sind aus dem Restaurant erst rausgekommen, als das Spiel zu Ende war. Aber war ja offenkundig sehr unterhaltsam. Schöner Auftakt. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Vielen Dank. Hey. In München war wahnsinnig viel los. Die Schotten haben die Stadt überrannt. Cartus Blutring. Ja, ich weiß.
Aber es waren wirklich insgesamt 100.000 Schotten in München. Der Marienplatz war komplett überfüllt, dass er sogar gesperrt werden musste. Aber das ist alles komplett friedlich abgelaufen. Die Schotten sind so toll, anders als die Engländer, die alles demolieren. Haben die Schotten einfach geil gefeiert. Die haben Studelsäcke mitgebracht, ihre typische Kilt-Optik. Also, voll geil. Der Carpus Blutring, oder wie er hieß. Wo ist er? Da. Diesen Ring tragen die Krieger des Sandkönigreichs Carthus. Er erhöht die Unsichtbarkeit beim Rollen auf Kosten der Abwehr. Die Schwerttechnik von Carthus beinhaltet, das haben wir. Das ist alles alter Text. NTV-Video von... Nee, habe ich nicht gesehen, nee. Oh Gott, der Typ da vorne. I hate him. Real bad. Da war Nudelalarm. Oh, ja, die Schotten tragen halt nichts drunter. Es ist halt so. Zack. So geht das. Stehst du wieder auf? Nein. Ist da nicht noch einer? Ey! Oh, come on. Sir Crocodile hat ein Abo an Kaspar verschenkt. Dankeschön. Vielen Dank, das ist sehr lieb. Und noch eins an Dark for Kate. Katte. Dankeschön. Das ist echt super süß. Vielen Dank. So, Asche eines Grabwächters. Schlüssel-Item. Die sind immer besonders spannend. Oh, ich muss mal die ganzen Bücher noch abgeben. Hey, kommt da jemand? Nein. Schattenasche eines Grabwächters der Katakomben von Carthus. Der alte Mann begann als Knappe, der die Ausrüstung seines Meisters trug. Er endete als Grabwächter und trug sie noch immer. Ah, fuck. Ich dachte, es reicht noch. Mein Lieblingsgebiet in Elden Ring. Tatsächlich Limgrave. Und? Da werden mich viele dafür, da werden sie die Augenbraue heben. Elphael. Ich finde Elphael so majestätisch, hübsch. Also das, was nach dem Harligbaum kommt. Oh. Es ist zwar bockeschwer, aber Fortnite, wie würde ich Fortnite bewerten? Für mich in Gänze komplett total super mega uninteressant. Ich bin kein Multiplayer-Spieler und das ist ja der Inbegriff des Party-Multiplayer-Spiels. Nee, nix für mich. Ehre mit Ehre. Ich wünsche auch dir einen wunderschönen. Hey, lass das. Hey, lass das. Lego Fortnite, ich habe mal kurz reingeguckt, aber das habe ich auch mit dem Anspruch gespielt, es allein spielen zu wollen. Hat Spaß gemacht, tatsächlich. Kellet soll auch schön sein zu dieser Jahreszeit. Ja, Kellet hat, ja, doch, ja. Kellet ist... Ich weiß nicht, was so viele Leute gegen Kellet haben. Die fliegende Stadt in Elden Ring. Also Farum-Azula meinst du? Das ist auch faszinierend. Diese zerstörte Stadt im Himmel mit den Riesen-Twistern drumherum. Also das ist schon... top-notch. Geile Atmosphäre.
Ah, mehr Twinklies, oder? Nee, Quatsch, das sind keine Twinklies, das die geben. Die fallen immer nur durch den Level, wenn man sie aufsammeln will. Tu das nicht. Tu das nicht! Na, Gott sei Dank. ich häng fest. Wieso komme ich hier nicht raus? Irgendwas? Wow. Save and quit. Ich kam nicht mehr weg von dieser Stelle. Ich glaub's ja nicht. Wie finde ich Doom Dark Ages? Kann ich noch nicht sagen. Gibt's ja noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Der Trailer hat schon mächtig Spaß gemacht. Was war denn das jetzt? Ich habe mich da durch eine Rolle zwischen diesen Stalagmit und die Wand gebracht und kam nicht mehr raus. Meine größte Schwäche in Dark Souls 3. Betriebsblindheit. Wenn man das Spiel 30, 40 Mal durchgespielt hat, begeht man merkwürdige Fehler. Wow. Wer wollt's wissen? Indie Jones, der, oh ja, das war sowas von der Xbox, von dem Xbox-Event, das hängen geblieben ist. Auf das Spiel freue ich mich tierisch. The Perfect Circle heißt der, ne? Oh ja. Also ich meine, Machine Games, die Wolfenstein-Spiele waren halt großartig und ich glaube, die sind genau die richtigen Entwickler, ein richtig cooles Indie-Spiel zu machen. Ja, Randomizer, ne? Es ist halt, ja, wenn man ein Spiel so häufig spielt, dann passieren echt merkwürdige Fehler. Man übersieht, vergisst auch vieles. So machen wir das. Meine Seelen, ja. Wo sind sie denn? Hier. Ich hoffe, ich komme ran. So, okay. Eine Glut. Dann haben wir hier Seelencontainer und schwarze Käferkügelchen. Okay, dann können wir rennen. Ja, Sergeant, das sehe ich genauso. Und deswegen ist das Indie-Spiel bei denen in den richtigen Händen. Die wissen halt auch, wie man spielmechanisch geile Spiele macht, die einfach flutschen. Die Shooter von denen sind einfach das funktioniert, ne? Und auch, die erzählen immer coole Stories mit abgedrehten Charakteren und das ist Indie ja auch. Und deswegen, also, ja. Nette Abwechslung, dass ich mal Samstag streams. Ja, das ist nur eine Ausnahme, tatsächlich. Sonst immer freitags. Okay, Leute, Bosszeit. Schon durch mit Dark Souls 1 Randomizer? Nein, ich habe zwar ordentlich vorgedreht, als Vorbereitung für den Elden Ring DLC, dass ich mich darauf stürzen kann, habe ich schon viele Episoden von Sekiro und Dark Souls 1 vorgedreht, aber durch bin ich bei beiden noch lange nicht. Den Bosskampf mag ich weniger. Ich finde ihn auch eher Gimmick-Style. Dark Souls 3 hat erstaunlich viele Gimmick-Bosse. Also ich finde, dass das fluchverderbte Großholz ist ein Gimmick-Boss. Volnir hier ist ein Gimmick-Boss. Der alte Lindwurm ist ein Gimmick-Boss. Irgendwie die Diakone des Abgrunds auch. Waldfee, guten Abend. Und Akoya, Dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank.
Unlimited Ra. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Dankeschön. Guten Abend. Nur ganz wenige Mob-Bosse. Das ist wiederum richtig, Miramax. Da hast du wahr. Oh, da ist mir so das Herz in die Hose gerutscht, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte, ich spinne. Oh, er fängt gleich an zu kotzen am Anfang. Lieb. Sehr lieb. Mob-Bosse sind noch schlimmer als Gimmick-Bosse, finde ich. Hey. Camera, please. Wütend. Wäre ich mir auch, wenn irgendjemand meine Jewelry kaputt haut. Hi. Wollen ihr? Komm, sei mal ein bisschen kooperativer. Danke. Das meinte ich mit kooperativ. Ey. Genau an die Stelle, wo ich... Heute läuft es wahrscheinlich eh wieder. Ich hab's im Gefühl, dass heute wieder irgendwas schief läuft die ganze Zeit. Ey. Okay. Bye. Excuse me? Denn ja, Sacrifice 2 durchgespielt, noch nicht mal angefangen. Ich habe die Kritiken gelesen, ich liebe den ersten Teil. Und habe dann ein paar Tests gelesen, wo alle gesagt haben, Technik-Porno, aber spielerisch echt meh. Und das hat mich dann abgeschreckt. Deswegen habe ich es auf die Bank gelegt erstmal. Irgendwann werde ich es bestimmt spielen. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen was zu lesen. Konsumieren oder nicht? Das muss ich gucken, wenn wir dann bei Ludleth waren, was es daraus gibt. Das ist, glaube ich, eher Wunderzeug. Statt Zauberer. Sind Sony Fanboy-Wertungen? Nein. Es gibt nicht nur Wertungen von Sony-Fans. Ich rede von Presse. Dieses PlayStation und Xbox Gehate gegenseitig, das ist... Ah, das ist so Kindergeburtstag. So ein Kindergeburtstag. Wenn du Spielepresse null traust, dann liest die Tests nicht. Ich finde das ein bisschen eine sehr, sehr, sehr eingeschränkte Ansicht auf die Spielepresse. Das tut mir persönlich ziemlich weh, weil ich war selber 10 Jahre lang Spieleredakteur. Und so eine Einstellung ist fragwürdig. Journalisten über einen Kamm zu scheren und sagen, das sind alles irgendwelche Sony-Fans, nur weil die Wertung einem nicht passt, die geben, ist... Würde ich nochmal drüber nachdenken. Level up. Achso, nee, also jetzt wollen wir erstmal ein bisschen was lesen. Und zwar, das war der... Welchen Folianten habe ich jetzt vorhin noch gesammelt? Der Grabwächter, hier. Hochfürst Volnir von Kartus ergab sich dem Abgrund, aber der Pyromant wurde später zum Grabwächter und entdeckte die schwarze Flamme. Bist du... Ja! Greirat ist auch wieder da. Ah, there you are.
I was thinking. You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, what do you say? Yes. Thank you. You will not be disappointed. Grey Rat. Welchen Elden Ring Boss Lore findest du am interessantesten? Well-known name. Radagon. Until I ended up rotting in a cell. Lucando, das freut mich. Dankeschön. Das ist nur eine Ausnahme heute. Sonst ist es immer freitags. gut. Also, dann geben wir mal Bücher ab. Oh, ich muss noch die Boss-Seele von Volnir lesen. Die Seele von Hochfürst Volnir. Fürst Volnir von Kartus verurteilte unzählige Seelen zu grausamen Toden in dem Wunsch, sie alle zu überleben. Sehr schön. Ah, there I am. Titania, guten Abend. Well, well. I've never seen anything like this. This inscription. This tome is from the catacombs. Fascinating. On this day, the teacher learns alongside the pupil. Ah, und die Waffen werden natürlich gedacht, klar. Ich übergebe erstmal die. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the Great Swamp and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Do not be gone for long. Do not be gone. Back again, I see. Perfect. Habe ich von dir noch irgendwie? Promise to stay. Was habe ich denn jetzt noch übrig? Die kann ich mal zu Yuria bringen. Quatsch. Irina. Mein nächstes Survival-Game-Projekt. Gute Frage. Ich hab echt drüber nachgedacht, ob ich der Tradition und der Nostalgie halber einen Subnautica-Run machen sollte. Ich weiß nur nicht, ob das auf Interesse stößt bei euch. Ark? Nein, ich habe jetzt tatsächlich... Ich habe mal kurz in das Remake reingeguckt, weil es gerade bei Steam ein bisschen günstiger war. Und habe es nach einer Stunde wieder zurückgegeben, weil es trotz meines High-End-PCs nicht gescheit zum Laufen zu bekommen war. Und es ist zwischenzeitlich auch einfach mal völlig unvermittelt abgestürzt mit so einer Fehlermeldung. Und da habe ich gedacht, nee, also das spiegelt wieder, was die ausgewogenen Kritiken derzeit immer noch mitgeben, dass sich die Entwickler nicht um dieses Remake kümmern. Null. Und diese Kommunikation rund um dieses Remake und Teil 2 finde ich so maximal unsympathisch, dass ich sage, ne, also Ark, ha, 7 Days to Die ist nichts für mich. Das ist mir zu kubisch, ich habe dem ein paar Mal eine Chance gegeben, aber da ist der Funke nicht übergesprungen. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only... Oh, they frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. Nibble at me in the dark. Ooh. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. Mad Mike, dankeschön. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only... Oh, they frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. Schon wieder.
Was halte ich von neuen Anno? Oh, ich habe mich ja immer gefragt, wie wollen sie eigentlich das neue Anno nennen, weil die Jahreszahl ja immer eine Quersumme ist, die 9 ergibt. Das war bisher immer so. Ihr könnt jedes Anno hernehmen und die Quersumme der Jahreszahl war immer die 9. Und das ist jetzt denen langsam ausgegangen. Dann habe ich immer gesagt, wie wollen sie denn das machen? Und jetzt, also ich habe ja die mittelalterlichen Annos immer bevorzugt gegenüber denen, vor allen Dingen Sci-Fi-Annos. Die habe ich überhaupt nicht gemocht. Aber so 1400, 1600, das waren geile Annos. Und jetzt eins in der römischen Antike. Dankeschön, Mad Mike. Ich streame auch, allerdings nicht samstags, das ist eine Ausnahme. Sonst ist es immer freitagabends um 19 Uhr. Okay, leveln. Und Ludlev, stimmt. Wir müssen ja gucken, was Volnirs Waffe, Seele bringt. Ich glaube, das war sein Schwert und ein Zauber oder ein Wunder. Also, dann haben wir hier eine Pyromantie. Lässt flackernde schwarze Flamme am Boden tanzen. Und hier sein Großschwert, skaliert mit Wunder, das ist nichts für uns. Eine im Abgrund von Hochfürst Volnir entdeckte Pyromantie, aus der die dunklen Künste der Grabwächter hervorgingen. Sei es nun die Zauberei oder die Pyromantie, alle Techniken, die die Menschlichkeit verletzen, gehen denselben Weg. Sie streben danach, ein Eigenleben zu entwickeln. Freue mich auf Stalker 2? Ja, schon. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, komm. Ist auch so. Ja, warum nicht? Ich spiel's, auf jeden Fall. Ein vom Abgrund zerfressenes heiliges Schwert. Als Volnir dem Abgrund erlag, ergriff ihn die Furcht vor wahrer Finsternis und er flehte zum ersten Mal die Götter an, dieses heilige Schwert zusammen mit 3 von Kleriker-Leichen abgerissenen Armbändern spendete ihm ein wenig Trost. Und ich hab's ihm vom Arm geschlagen. Da bin ich auch schmerzbefreit, ne? So, Miramax. Ein besonderer Moment für dich. Jeder, der es nicht weiß, mein wundervoller Moderator Miramax, hasst es, wenn ich Boss-Seelen konsumiere. Die Asche. Ah, how may I... Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares... Das war eine Pyromantie, die ich gelesen habe, ja. Bossseelen, nom nom nom. So, dann leveln wir mal auf jeden Fall die Vitalität auf 20. Dann reicht es erstmal. Dann geht's jetzt hier. Kondition muss ich auf jeden Fall noch nachziehen. Da gehe ich jetzt noch 4500. Und dann reichen wir die auch. Und dann kann ich schön auf Intelligenz und meine Zauber und so weiter. Eins davon und eins davon. Ashen One. Welcome, speak. Aufsteigen. Kondition. Wunderbar. Dann geht's jetzt zum Schwelenden See runter. Welches Dune-Spiel spielt? Aber sowas von. Ich. Funcom hat mit Conan Exiles, eins meiner absoluten Survival-Games, entwickelt. Ich spiele es immer noch wahnsinnig gerne. Ich habe mehrere hundert Stunden in diesem verdammten Spiel und habe alle Add-ons gekauft. Ich habe, glaube ich, die ganzen Add-ons und Erweiterungspakete, die haben, glaube ich, insgesamt 150 Euro gekostet. Das sind echt viele. und ich habe immer gesagt, macht's einfach nochmal irgendwie anders mit besserer Technik und dann kam Dune. Oder kommt Dune. Also, Vagabund, guten Abend. Da gab's ja jetzt Danke dir für deine tollen Videos. Oh. Und bleib auch so, wie du bist. So freundliche YouTuber gibt es nicht überall. Oh, das ist... Vielen Dank, Sir Crocodile. Dankeschön für die 10 Euro und vor allen Dingen für diese lieben Worte. Damit Videoreihe. Ja. Ja, weil das ist das Survival-Game, auf das ich zurzeit warte und das jetzt in absehbarer Zeit irgendwann mal erscheint. Als nächstes freue ich mich natürlich tierisch auf Subnautica 2, das auch in der Entwicklung ist und wo vielleicht ja noch in diesem Jahr, ich hoffe es, ein Early Access startet. Das wäre schön. Das wäre so schön. Oh, ja, du. Ehrenberg, dir auch. Schönes Wochenende noch.
So, kämpft mal gegeneinander. Die Skellies hole ich auch noch dazu. Das wird ein richtig schönes Massaker hier. Moment. Na toll. Mimics sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Na, ihr sollt gegen den Dämon kämpfen, ihr Lumpen. Genau. Ja, nein, da, hier. Jawohl. Skelly's doing work. Werde ich Pioneer spielen? Da habe ich noch nichts von gehört. Wo ist die Windscherbe? Pioneer. Das klingt nach so einem Aufbauspiel. Ah, das ist denn hier. Zu heftig. Stalker-Klon. Ja, also Shooter. Ich bin jetzt kein Riesen-Shooter-Fan. Da suche ich mir wirklich die Perlen aus. Deswegen halt so Spiele wie Doom, das nächste. Da weiß ich, das wird einfach geil. Und Stalker 2 gucke ich zumindest mal rein. Die Schwarzklinge. Schöne Waffe, by the way. Ich mag die Katanas in Dark Souls 3. Ein kurzes Katana des Schwertkämpfers und erlesenen Gastes des Hochfürsten Volnir. Die schwarz glänzende Klinge ist dick, aber kürzer als bei normalen Katanas. Der Kämpfer war Meister einer seltenen Technik, was sich im schweren Angriff mit dieser Waffe zeigt. Wie lange bin ich eigentlich YouTuber? Im November letzten Jahres waren es 9 Jahre. Also ich bin jetzt quasi 9,5 Jahre auf YouTube unterwegs. Nee, September, nicht November. September. Also sprich, es dauert nicht mehr lang, dann feiere ich 10-Jähriges. Das blödeste Elden Ring Ende. Ich mag sie alle. Ich habe sie alle gesehen. Alle 6. Und finde sie alle cool. Auf ihre Art und Weise alle sehr erstrebenswert. Gibt es noch Informationen zu Doom, ob es Open... Eher nicht. Also, wenn sie aus Doom ein Open-World-Spiel machen, dann bin ich raus. Das passt auch irgendwie nicht so ins Konzept. Meiner Meinung nach. Es wirkte irgendwie so. Ja, vielleicht so ein bisschen wie Serious Sam, ne? So riesige Landschaften und es kommen Haufen Gegner auf dich zu. Aber Serious Sam war ja auch nicht Open World, das waren einfach nur riesige Levels. Falls noch jemand von euch Serious Sam kennt. Ich weiß ja nicht, wie das Durchschnittsalter meiner Zuschauer ist. Ja, es wird Mittelaltertum, aber das heißt ja nichts, ob das dann, das bedeutet ja nicht, oder definiert nicht, ob es lineare Levels sind oder eine Open World, das Setting. Serious Sam fand ich immer doof. Ja, das kann man auch schnell doof finden, das ist auch richtig plump. Aber irgendwie hat es Spaß gemacht. Augenbinde des alten Weisen und der Hexenring. Also, jetzt gibt es wieder was zu lesen. Augenbinde, wo ist sie da? Insbesondere von den alten Weisen unter den Pyromanten des großen Sumpfes getragene Gewänder. Diese große Augenbinde sperrt unnötiges Licht aus und lässt Pyromanten das Wesentliche erkennen. Die Flamme offenbart und verschleiert alles. Ah, das ist quasi eine Schweißerbrille aus Dark Souls 3. Wo ist er? Hexenring. Die Hexe von Izalith, hier. Vermerk zu Dark Souls 1. Und ihre Töchter, die von der Chaosflamme verbrannt wurden, lehrten die Menschen die Pyromantie und gaben ihnen diesen Ring. Jeder Pyromant kennt die Parabel von den Hexen, die die Furcht vor dem Feuer predigen und die Kunst der Pyromantie lehren, auf das die Menschheit lernen möge, das Feuer zu beherrschen. Du bist der beste Souls-Spieler. Deine Art ist einfach gigantisch. Leute, Sir Crocodile, dankeschön. Vielen Dank. Für die 5 Euro. Und auch hier für die ganz, ganz lieben Worte. Dankeschön. Die Dämonenseele, stimmt, die haben wir ja bekommen. Die gehört auch noch gelesen. Dankeschön, vielen Dank für den Hinweis. Da. Die Seele eines Dämons.
eine der verdrehten Seelen, von Stärke erfüllt. Dämonen wurden aus der Chaosflamme geboren, doch die Flamme selbst hat nicht überlebt, sodass die Dämonen aussterben werden. Oh. Auch die Waffen? Welche? Achso, von der Dämonenseele. Ja. Dafür gehe ich aber erstmal ans nächste. Noch lohnt es sich nicht, in den Feuerbahnschrein zu reisen. Ihr erinnert mich bestimmt dran, dass ich dann damit zu Ludleth gehe. Ich werde jetzt erstmal hier kurz den Riesenwurm von der Balliste wegschießen lassen. Wir gehen auch noch ganz kurz zu Horace. So. Große Titanitscherben hier überall. Die kurbeln sich da oben einen Wolf, weil sie mich versuchen, ins Zielfernrohr zu bekommen. Wie finde ich die Eulen in dem Gebiet? Die mag ich nicht so. Oi! Yes, I need this. 8 davon. Mit diesem Schwert haust du die ganze Zeit gegen alles Mögliche. Nein! Ei, ich will das... Oh! Nur weil ich die ganze Zeit Horace hier markiert habe. Blight. Auch das sagt mir nichts. Lebe ich unter einem Stein? Hey. Jurassic Park Survival, ich werde auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Klingt spannend. Du hast kein Schild, deswegen... Hey! Wo ist die Titanitscherbe? Level-in-Schild? Das muss man so aussprechen. Hier, Levelin. Ein vom großen Schmied gefertigter Metallschild. Er besteht aus seltenem Gai-Stahl und kann die verschiedensten Arten von Schaden mindern. Levelin. So, machen wir einen Save and Quit und hoffen, dass der Crystal Lizard zurückkommt. Da vorne. Seven, The Grow. Guten Abend, auch dir einen wunderschönen. Welches Survival-Spiel magst du gar nicht, außer Ark und Mist? Ich habe so viele gespielt und da gab es viele, die ich nicht mochte. deswegen habe ich die halt relativ schnell wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil ich habe auch echt schon ein paar gespielt, wo ich ein First-Look-Video dazu machen wollte und das dann auch gedreht und gespielt habe und dachte nur so, nee, mich hat's gelangweilt und deswegen würde ich das auch euch nicht zeigen wollen. und dann fliegen die wieder aus meinem Gedächtnis. Es ist halt, wie gesagt, Ark hat ja seine Relevanz, um Gottes Willen, ist ein tolles Spiel. Mich persönlich packt's nur nicht, weil das Setting so komisch ist. Und mich für mich nicht greifbar ist. First Look Gothic 3. Ich habe es damals bei der GameStar getestet. Ich wäre der Letzte, der jetzt einen First Look dazu machen könnte, weil ich damals, als es rausgekommen ist, einen First Look hatte. Ich hab's testen müssen. Au. Hey. Gothic 2 habe ich so oft durchgespielt. Das ist mein Lieblingsrollenspiel. Hey. Nee, es ist halt auch... Ich bin Survival- und Souls-Spieler. Das gibt's auf meinem Kanal. Gelegentlich schaue ich mal über den Tellerrand, aber ansonsten gibt's bei mir Souls-Games und Survival-Games.
Schild des Verlangens. Jetzt wird's ein bisschen laut, sorry. Wann willst du das nächste Mal Sekiro livestreamen? Och, mal schauen. Sekiro ist und bleibt ein Dauerbrenner bei mir. Okay, jetzt stellen wir uns hier hin und können lesen. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Schild des Verlangens. Schild of War. Schild des Verlangens. Wo bist du? Da. Schild eines alten Königs, der vom Fluch eines unstillbaren Dursts befallen war, der ihn am Ende seinen Königstitels beraubte. Ein Teil der Lust des Königs schwebt noch immer in dem Schild und erhöht die Anzahl der beim Besiegen von Feinden gesammelten Seelen. Blitzpfahl und untoten Knochensplitter. Der Blitzpfahl. Blitzspeer. Nein! Blitzpfahl. Ein verlorenes Drachentöterwunder. Diese Geschichte beschreibt die verlorenen Praktiken der alten Drachentöter. Diese hatten herausgefunden, dass man Drachenschuppen nicht mit geworfenen Blitzen durchdringen kann. Der Blitz muss in Form eines Pfahls direkt in der Drachenhaut gebohrt werden. Und um effektiv zu sein. Ha! Also. Ja. Was produziert From Software als nächstes? Das wissen wir alle nicht. Große Preisfrage. Was als nächstes aus Miyazakis brillantem Hirn kommen möge? Da ist niemand. Mach mal kaputt. Gefleckter Steinplattenring. Stellen wir uns mal irgendwo hin, wo sie mich nicht trifft. Steinplatten sind das Symbol, da steht ja nichts Neueres dabei. Schon eine Trailer von Siren gesehen. RPG, wo man aus dem... Nein, nicht gesehen, nee, tatsächlich. Klingt wirklich spannend. So, dann... Ja... Ich bin Samsung-Jünger. Vor langer Zeit war ich mal Apple-Jünger, aber ich bin dann zu Samsung umgestiegen. Mir ist Apple zu sehr Statussymbol. Für mich persönlich. Das ist so ein bisschen zu schickimicki für mich. Aber rein technisch schenken sich die beiden Marken jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? Große Titanitscherben ohne Ende. Die bringe ich jetzt mal in den Feuerbandschrein für meinen Katana. Elden Ring von 1 bis 10, was ich dem Spiel gebe? 9. Wenn es glatte Zahlen sein müssen, ist es eine 9 für mich. Warum keine 10? Weil es nicht so einen hohen Wiederspielwert für mich hat, wie zum Beispiel die Dark Souls Trilogie oder Bloodborne. Große Scherben. Das ist der einzige Grund. Sebi, guten Abend. Waffe verstärken. Da. Titanit Brocken brauche ich jetzt schon. Oh. Und 1 von 100? Dann ist für mich eine 95. Ich kann aus der Dämonenseele auch eine Waffe machen, ja. Und die wollen wir jetzt gleich mal lesen. Gibt Sons of the Forest, also für die... Für die Konsolen gibt es Sons of the Forest noch nicht, aber ich rechne damit, dass die Entwickler die Konsolenversion nachreichen werden. Das haben sie mit dem ersten Teil auch gemacht. Aha, so. Da, die Axt.
Eine unter Dämonen beliebte Großaxt mit der Kraft des Feuers. Die aus der Chaosflamme geborenen Dämonen bergen Feuer in sich. Trotzdem sind sie missgebildet und verzerrt. So, als ob sie nie sein sollten. Die Dämonenfaust ist mit Feuer durchwirkt, dessen Kräfte durch die Waffenfähigkeit entfesselt werden. Wird diese Waffe zweihändig geführt, liegt in jeder Hand eine Faust. Dark Souls von 1 bis 100. 98. Warum keine 100? Das Spiel ist für mich perfekt. Bis auf diverse Quality of Life Improvements. Das Inventar ist unfassbar nervig im ersten Teil. Das haben sie mit dem zweiten Teil, mit dem würfeligen System viel besser gemacht als im ersten Teil, das einfach so viel Platz frisst und so unhandlich ist. Oder das einzelne Konsumieren von Seelen und so. Diese Kleinigkeiten, die einfach bremsen. Hat auch eine Pyromantie? Ich habe nur die beiden gesehen jetzt gerade. Aha, so. Nochmal. Nee, nur die beiden. Es gibt kein perfektes Spiel. Doch, das für dich perfekte Spiel. Das ist ja sowieso immer die Sache. Dass so eine Zahl ja nicht für alle sprechen kann, sondern nur für dich. jetzt wollten wir noch leveln. System Shock klein. Oder warum gibt es nur 9 GB? Keine Ahnung. Ich habe es nicht gespielt. Intelligenz. Sehr schön. Hat gerade gereicht für so ein Level-Up. Sowas liebe ich. Wenn ich da nur noch mit einem Taschengeld rumlaufe. Ich habe nur System Shock 2 gespielt. System Shock 2 ist mein All-Time-Favorite Game of the Every Year. Den ersten Teil kenne ich nur einen Hauch. Der ist echt nicht gut gealtert. Ganz schön fummelig. Du machst dir 3 Pizzas? Du hast Hunger, ne? Ich hab den Untoten. Oh, hab ich echt? Ja, tatsächlich. Verdammt! Du isst immer 3 Pizzas, machen ja nicht satt. Meine Herren. Dein Stoffwechsel möchte ich haben. Mein Lieblings-Souls sind Boss in Dark Souls. Ah, O und S. Ornstein und Smough finde ich ganz, ganz großartig. Das ist einer der ganz, ganz wenigen Doppelbosse, die gut designt sind. Kommt drauf an, wie groß die Pizza ist. Ja gut, ich meine, ich denke jetzt an normal große Tiefkühlpizzen. Wenn man davon 3 verspeist, Respekt. Death's Door, tolles Spiel. Leute, Death's Door spielen, wenn ihr so ein bisschen Zelda haben wollt, eine coole Erzählung, anspruchsvolle Bosse auch, Death's Door, tolles Spiel. Ganz, ganz, eine absolute Indie-Perle. Spinatpizza, Spinat auf einer Pizza ist geil. Ist da irgendwas eigentlich eingesammelt? Ja, habe ich nicht. Ja, hier wirst du ja Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber kleine Titanitscherben hier im Schwelenden See. Zweimal durchgespielt und du hast 100 Scherben. Das ist irre. Oh, das ist der Jumpy Boy, ne?
Und das sind zwei von denen. Oh, das ist der Große, der andere. Uah. Jetzt wird's kritisch. Okay. Puh. Knapp. Diese Burschen, ey. Wenn die einen anspringen und dann nicht aufhören wollen. Ja, wir sammeln jetzt hier noch so ein paar Sachen ein, dass es sich richtig lohnt, in den Feuerbahnschrein zu gehen. Wir kriegen jetzt gleich noch eine... da hinten unten ist doch noch eine Asche, oder? Ja. Da spiel ich so privat, also jetzt ohne Lukas. Zurzeit bin ich mal wieder in Green Hell versumpft. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie plötzlich hat es mich wieder gepackt und jetzt spiele ich die ganze Zeit Green Hell, wie blöd. Sehr intensiv zurzeit auch wieder Dead Cells, eines der fantastischsten Roguelites ever. Ich bin auch in der Early Access Version von The Rogue Prince of Persia drin. Auch ein Roguelite von den Machern ein paar der DLCs von Dead Cells, also das ist gut aufgehoben da. Das sind so die Dinge, die ich gerade so spiele. Diese Feuerbollen, ey, das ist überall. Hey, ja. Da ist er, ja. Yu-Gi-Oh! Finde ich, macht, also so diese Sammelkarten, Gedönse und so, hat mich noch nie gepackt, tatsächlich. Also, nee. Was esse ich gern beim Zocken? Da ich leidenschaftlicher Hobbykoch bin, kann man mich eigentlich mit allem glücklich machen. Es gibt kaum was ich nicht esse. Außer Rosenkohl. Rosenkohl ist die dümmste Erfindung seit der Atombombe. Und bei Innereien... Das muss jetzt auch nicht sein. Also Hirn, Herz, Lunge, Leber, Nieren... Schmeckt alles irgendwie wie Urin. Mit dem Raum hat mir der Sack überhaupt nicht übertrieben. Ach, da gibt's andere. Das geht ja noch hier. Zwei Schläge. Rosenkohl. Ja, wenn du es magst. Be my guest, aber ich habe den Eindruck, das riecht wie Oma unterm Arm. Oh, eine große hat er sogar fallen lassen. Das ist selten. Na, 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 na. Jetzt haben wir dann gleich zwei Knochensplitter und eine Estus-Scherbe. Dann lohnt es sich wirklich, in den Feuerbahnschrein zu reisen. Wann kommt die Glut? Entschuldigung. Das hätte ich vorwarnen können. Oh, dann holen wir noch den... Da ist da auch nochmal ein Foliant, ne? Und da ist noch die Illusory Wall. Plumps, 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 plumps.
Estus. Dann noch den Folianten. Wie seid ihr eigentlich darauf? Oh, ja, geht. Ja, doch, das... Hey! Die haben es hier echt mit der Droprate von diesen kleinen Scherben so komplett übertrieben. Also ja, Farming Spots, be my guest, aber das ist echt way too much, oder? Und das ist doch ein feuriger Edelstein. Was hast du am Jahrestag gestern gegessen, und Lukas? Wir gehen immer am Jahrestag in München-Neuhausen in ein Restaurant, das Zauberberg heißt. Da gibt es keine Karte, also man kann da nicht à la carte bestellen, sondern die haben wechselnde 5- oder 6-Gänge-Menüs auf Wunsch mit Weinbegleitung. Und da kann man sich dann überraschen lassen. Und sehr, sehr, sehr nobel. Hat jetzt keinen Michelin-Stern oder so, aber das Essen ist echt so gut, das ist so high-class, dass es eigentlich einen Stern verdient hätte, meiner Meinung nach. Genau. Dankeschön, Dere. Vielen Dank. Hey. Wow. Mistbiester. Ich hänge in der Ecke fest, ich komme nicht raus. Danke. Okay, gehen wir anders an hier. Nämlich so. Dann geht der Stream normalerweise immer bis 21 Uhr. Roundabout. Foliant von Izalith. Wieder eine Referenz auf Dark Souls 1. Es gibt jede Menge davon. Ein Pyromantie-Foliant aus Izalith, gefüllt mit Pyromantien der Hexen. Chaos-Pyromantien manipulieren Lava und bilden die Wurzel aller späteren Formen von Pyromantien. So ist es. Noch mehr kleine Scherben. Große. Okay, dann gibt es jetzt einiges abzugeben. Also, 2 Knochensplitter verbrennen. Und ein Estus abgeben. Kann ich fragen, wer den Antrag damals gemacht hat und wie es war, beziehungsweise wo es war? Kannst du. Du kannst es sogar anschauen. Es gab einen YouTube-Kanal, den ich mit Lukas zusammen geführt habe, der heißt Quergestreift mit 2 E aus dem Wort Queer. Der ist noch live, dieser Kanal, allerdings wird der seit 4 Jahren nicht mehr von uns befeuert, leider. Aber da gibt es ein Video in unserer Videolog-Videoreihe. Oder Playlist, und da habe ich den Antrag heimlich gefilmt. Genau. Da kannst du dir das mal anschauen. Das war ziemlich gemein. Quergestreift heißt der Kanal.
Miramax ist bestimmt so lieb und sucht den Link raus. Das wär fantastisch, Miramax. Wenn du das kurz machen könntest, da wäre ich dir sehr verbunden. Pretty, be careful. Bist du schon wieder da? Nein. Ich habe keinen mehr, ne? Okay. Hätte er sein können. Keine Zeit mehr für den Kanal. Ja, tatsächlich. So einfach es klingt, so ist es auch. Oh, du hast sogar den speziellen... Oh, das ist noch besser. Vielen Dank. Du hast gleich das Video rausgesucht. Dankeschön, Miramax. Lang, lang ist's her. Warum noch mehr kleine Titanitscherben? Warum nicht? Jetzt gucken alle nicht mehr zu, sondern gehen jetzt alle den Heiratsantrag anschauen. Jau! Mit dem letzten Schlag hat er mich jetzt echt noch mitgenommen. Ah. Der Lump. Ich hab ihn gerade unterschätzt, aber ganz gewaltig. So, einsammeln. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist meine persönliche Lieblingswaffe in Dark Souls 3. Ein Großschwert des Schwarzen Ritters, die das Land im Kampf gegen Chaosdämonen durchstreiften. Sein Angriff verringert deutlich die Balance, was erklärt, wie die furchtlosen Ritter so große Gegner besiegen konnten. Gut, weiter hinein. Das Teil sieht scharf aus. Das ist es auch. Man muss halt mit Großschwertern hantieren können. Großschwerter und Ultra-Großschwerter sind keine Einsteiger-Movesets. Da muss man sich reinfriemeln. Aber wenn man weiß, mit den Dingern umzugehen... Also ich liebe generell Großschwerter in Rollenspielen. Das ist auch gemein hier, oder? Und hier haben wir das verehrte Fräulein aus Dark Souls 1. Eine der Schwestern von Kelak. Die Feuerhüterin, bei der man ja dem Chaos Covenant beitreten kann. Die liegt hier. Noch eine Referenz aus Dark Souls 1. Traxor! Dankeschön! 3 Monate. Vielen Dank. Foliant von Kelana.
Ein Pyromantie-Foliant von Kelana, gefüllt mit ihren einzigartigen Zaubern. Diese Pyromantien können nur von einer weiblichen Meisterin gelehrt werden. Kelana, die einstige überlebende Hexe von Izalith, nahm einst den menschlichen Schüler an, doch als er weiterzog, akzeptierte sie nie wieder jemanden als Schüler. Hier kann ich nichts einsammeln, ohne die entsprechenden Vorkehrungen. Ich habe die nie gemocht, hat nie viel geredet, ja. She's not a talky type. Man muss allerdings den Hexenring, oder wie er hieß, tragen, dann spricht sie mit einem. Der alte Hexenring oder alte, irgendwie so, alte Ring, irgendwas, der keine Wirkung hat in der alten Beschreibung, hat keine Wirkung, aber wenn du den trägst, dann spricht sie. Ich habe sie gemocht deswegen, ah. I see. Rattennest. Old Witch Ring, genau. Und ist es hier auch gemein? Große Tinnitscheibe und noch gemeiner. Illusory Wallception. Und das ist ein Zauberstab, ne? Ja, der Izalith-Stab. Wo ist er? Oh, ich muss noch meinen Zauberstab nachziehen mit Levels. Oh Gott. Ein Beschleuniger der Hexe von Izalith und ihren Töchtern. Hey, halt, warte mal. Okay. die lange vor dem Aufkommen von Chaos und Pyromantie verwendet wurde. Mit dem Entstehen der Flamme des Chaos wurden die Hexen zu Zauberinnen und Schamaninnen. Der Beschleuniger kanalisiert bei Zaubern den Glauben und erhöht die dunkle Zauberkraft. Also was wir hier alles lesen in dem schwelenden See ist so viel Lore für Dark Souls 1. Das ist lustig. Basilisken. Wie komme ich zum Harligbaum in Elden Ring? Über das schneebedeckte, nee, das, wie heißt das, Schneefeld? Das. Also du brauchst vor allen Dingen zwei Hälften eines Amuletts, um den Aufzug von Dektus in eine andere Richtung fahren zu lassen, als das normalerweise tut. Ist nicht ganz trivial zu erklären, tatsächlich, weil die beiden Amulette auch ganz gut versteckt sind. Das eine ist in dem Albunaurixdorf in Lyonia, in der Seenlandschaft. Lyonia ist ein Dorf, dort ist ein NPC, der sich in einem beleuchteten Fass versteckt hat. Das musst du umrollen und kaputtrollen, damit er sich offenbart. Wenn du mit ihm sprichst, bekommst du diese Hälfte. Und die zweite Hälfte gibt's auf dem Berggipfel der Riesen in Schloss Sol. Hinter einem der heftigsten Bosse des Spiels. Leider. Oh, Miramax hat schon wieder. Werde ich das Alan Wake... Nee. Also Alan Wake habe ich jetzt abgehakt für mich. Ich fand es ein fantastisches, intensives Erlebnis. Und der DLC geht mir zu sehr in eine zu schrille Richtung, die mir nicht so gefällt. Das war ein bisschen absurd alles. Das hat mir nicht so zugesagt. Deswegen eher nicht. So, der Bursche wischt mit jedem Einsteiger den Boden auf. Zorik, der ist wirklich... Man muss ihn baiten, man muss ihn angreifen lassen und dann ein Zeitfenster finden. Nicht selber attackieren, sondern immer nur reagieren. Das hat keinen Sinn. Der Typ ist so stark. Sowas zum Beispiel. Und nicht gierig werden. Zwei Schläge, wieder auf Abstand gehen, Ausdauer regenerieren. Warten, was er macht. Ja, das war eine blöde Attacke von ihm. Wo geht's denn raus? Hier. Nein! Wie viel Kraft er haben muss für dieses Ultra-Großschwert. Das ist das Rauchritter-Großschwert übrigens, eine der Referenzen aus Dark Souls 2.
Wie kann ich eigentlich mit zaubern? Ah. Solange er so angelaufen kommt. Ja. Kann man Alan Wake 2 gut spielen, wenn man den ersten Teil nicht wirklich gespielt hat? Ja, aber es hilft. Es ist hilfreich, aber es ist nicht nötig. Rauch, Ultra, Großschwert. Und, merkt euch das mal, dass wir das jetzt alles lesen, um Gottes Willen. Schwarzeisen und Ring des Ritterschlechters. Also, Rauch, Ultra, Großschwert. Das hier. Braucht 50 Stärke und wiegt eine Tonne. Ein deformiertes Ultra-Großschwert, das schwarzem Schiefer gleicht und das schwerste seiner Art ist. Es soll einst die Waffe eines Verräters gewesen sein, doch es war so schwer, dass es niemand führen konnte und so geriet es mit der Zeit in Vergessenheit. Dann den Ring. Der Ring des wilden Zorik, der wohl am besten als Ritterschlechter bekannt war. Feinde verlieren beim Abwehren mehr Ausdauer. Vor langer Zeit führte Zorik gegen die Hüter einer alten Stadt einen blutigen Kampf. Er brachte die Ringe der Bestien samt ihrer abgetrennten Finger als Trophäe zurück. So, was war es jetzt noch? Schild? Hier. Ein aus schwarzem Eisen gefertigter Großschild wird wegen seiner Verbindung zu Ritterschlechter Zorik stark gefürchtet. Schwarzes Eisen bietet hohen Schutz und ist besonders effektiv gegen Feuer. Dieser Bursche, ey. Das ist wahrlich ein Ritterschlechter. Dass der dieses Schwert einhändig führen kann und so schnell damit ist. Respekt, wer es selber macht. Okay, hier kommen wir nicht hin. Dann bewegen wir uns mal auf die vermaledeite Balliste zu. Aber erst noch ein Schwarzritter. Schwarzritter, hallo! Du bist mit Großschwert unterwegs, Ultra-Großschwert unterwegs. Auch so einer, der kräftig ist. Au. Weisheit oder Glaube? Hängt vom Spiel ab, ne? Ist dasselbe Schadensattribut, aber mit unterschiedlichen Spielen. Seele eines entmutigten Ritters. Jetzt haben wir oben einen Bogen, oder? Und so eine lange Leiter, meine Güte. Glaubst du, für die Switch kommt noch ein Kracher? Jetzt wäre mal eine neue Switch fällig. Aber Nintendo ist ein bisschen still zurzeit, ne? Wie wär's denn endlich mal mit Fusion 4? Prime, nicht Fusion. Prime 4. Ich hab... Drachenreiterbogen. Ein Langbogen der Drachenreiter, die dem alten König des Verlangens als königliche Garde dienten. Allein, um nur den Bogen spannen zu können, mussten sie über große Kraft verfügen. Die wenigen, die dies vermochten, konnten über die verheerende Macht dieser Waffe gebieten. Das klingt schön. Launchtitel für die Switch 2. Das wäre logisch eigentlich, ne? So ein komplett logischer Schritt, das so zu machen. Ich weiß noch, wie lange ist es her? 6 Jahre, als sie Fusion 4 angekündigt haben, nur mit dieser blauen Zahl. Prime 4. nur mit dieser blauen 4. Alle sind durchgedreht und das war's. So, okay, Nintendo, danke für nix. Ich habe Dark Souls in allen möglichen Varianten gespielt, tatsächlich. Auch ein Kleriker-Bild quasi. Ist nicht ganz mein Favoritenbild, weil mir das zu passiv ist. Lord of the Rings Return to Moria. Ich habe Gameplay gesehen und das ist mir ein bisschen zu repetitiv und zu langwierig und zu langsam.
Und noch dazu, warum ein Tag-Nacht-Wechsel in einer Mine? Erklär mir das mal. Warum gibt es in einer Mine einen Tag-Nacht-Wechsel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bone Wheels, spin to win, ja. Na, nicht beide, ne? Komm, komm, komm. Markieren. Boah, die Reichweite der Markierfunktion in Dark Souls 3, ich weiß nicht, ey. Fragwürdig. Eine Glut? Okay. Na, markieren. Danke. Uhuhu. Kleine Scherben. Wie viel haben wir jetzt davon? 46. Jawohl. Erinnere mich bitte dran, wenn ich jetzt in den Feuerbandschrein zurückkehre, dass ich meinen Zauberstab mit level. Ich vergesse es laufend. So. Jetzt noch da hinten. Da ist auch noch bei den Krabben. Gibt es auch noch irgendwas. Irgendeine Pyromantie, glaube ich. Aua. So, wo? Wow. Autsch. Let my people go! Blah. Blubber! Achtung vor Höhe, das ist kein Elden Ring. Ja. Absolut richtig. Da hinten. Oh, jetzt! Diese Krabben, ey. Ach nee, ist nur der Edelstein. Halt. Nein. Ich habe Saving Quits nie geübt. Gut. Jetzt Feuerband schreien. Zauberstab aufleveln und dann geht's zum Boss. Dark Hermi, guten Abend. Der nächste Boss ist der uralte Eisenkönig. Oder der uralte Eisen... Ah, ich verwechsel es immer mit Dark Souls 2. Alte Dämonenkönig, genau. Der Eisenkönig ist es in Dark Souls 2. So war's. Waffe verstärken. Da brauche ich 7 Funkeltitanit noch. Das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben die Familie reagiert nach dem Antrag. Herrlich. Wir haben ein großes Grillfest gemacht und da alle zusammengebracht und gesagt, hey, wir sind jetzt verlobt. Und das war eine riesen Gaudi. Pretty, be careful. Knusperst die Dämonenseele? Wenn sie mir nichts... Die wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen an Ausrüstung. Deswegen werde ich sie wahrscheinlich knuspern. So, wie viel für ein Level up? Oh, es reicht gerade so. Wie geil ist das bitte? Oh.
Intelligenz. Farewell, Ashen One. Wir sind seit 8 Jahren verheiratet, ja. Seit 13 Jahren ein Pärchen, seit 8 Jahren verheiratet. Knochensplitter habe ich keine zu verbrennen, nein. Oh, falsch. Vorzimmer klingt wie beim Zahnarzt, das ist richtig, ja. Ich nehme Kokolus oder wie er heißt mit. Zumal ich dann noch einen weiteren Gegenstand finden kann, den ich nachlesen kann. Habt ihr mein Kinder adoptieren nachgedacht oder gar nicht? Nee, wir haben einen Hund. Das reicht. Du fängst gut an. Oh, jetzt, was im Herrgott. Wirklich? Wir haben ein Magierbild. Dann machen wir hier Magier. Und warum kostet Zaubern Ausdauer? Wir sind seit 13 Jahren zusammen. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage. Gut. Feuerwehrschrein. Die Bossseele. Zauberstab aufleveln. Hab ich schon. Ich kann nicht mehr. Ich habe schon maximal aufgelevelt. Seele des alten Dämonenkönigs. Die Seele des alten Dämonenkönigs. Der runzlige alte Dämonenkönig gleicht nun einem Klumpen verbrannter Asche. Doch er ist der letzte lebende Zeuge des Chaos von Izalith. Melisax, Memo, Mero, guten Abend. So, das wird jetzt sehr pyromantisch. Nehme ich an. Aha, so. Spuren des Saatbetts, das die als Dämonen bekannten Wesen erschuf, verbrennt die Umgebung mit Chaosflamme.
Aus dem Feuer geborene Dämonen gaben sich seiner schwelenden Essenz hin und verstarben kurz darauf. Der Mensch teilt dieses Verhältnis zum Feuer bis heute mit ihnen. Dann noch der Großhammer. Diese Waffe hat das alte Izalith überstanden und ist mit dem Überresten der Chaosflamme durchwirkt. Okay, beides können wir weghauen. Hier. Jetzt würde ich gerne mal noch irgendwie in Zauberei gehen. Mehr Magie, Mana und vor allen Dingen einen weiteren Zauberslot. Das könnte helfen. Wo ist denn... Da. Habe ich noch eine Asche eigentlich? Ah. Nö. Ashen One. Welcome home, speak then. Nein, 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 nein. Aufsteigen. Well, then. Zauberei. Ja, der vierte Slot, da ist er. Und ich brauche noch 4000. Kriegen wir hin. So, jetzt gucken wir mal. Stärke gibt mir einen Punkt mehr. Geschicklichkeit gibt mir einen Punkt mehr. Intelligenz 3 Punkte. Ja. Warum gibt der Mutti-Schmetterling nur 1200 Seelen, also die Boss-Seele? Tja. Farewell, Ashen One. Ist halt leider so. Okay, dann müssen wir jetzt mit Anri reden und ihr nichts von Horace Verbleib sagen. Guter Progress heute, tatsächlich, ja. Also beide Gebiete abgegrast. Die sind jetzt beide nicht groß, muss man dazu sagen. Irithyll, was jetzt als nächstes kommt, ist deutlich größer. Ich glaube, im Grunde genauso groß wie hier der Schwelende See und die Kartus-Katakomben zusammen. Gut. Und bye. Knackig, ja, das ist richtig. Knackig ist auf jeden Fall. Irgend Skelly ist abgestürzt. Tragisch. Hier. Hammer. Es ist jedes Mal jaw-dropping, diese Kulisse hier zu haben. Die Beleuchtung, diese Unschärfe, der Schnee, das Licht und es ist nicht nur Kulisse. Ein Großteil von diesem ganzen Ding, was man hier sieht, kann man erkunden. Und da oben sieht man schon Anor Londo. Ich meine, also sorry, das ist Bombe. Auch nach so langer Zeit noch ist es... Ein Lehrbuch in Sachen, wie inszeniere ich eine Spielwelt. Also, warum es dieses Leuchtfeuer gibt, ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Weil da vorne gibt es ja wieder gleich eins. Die Kamera hat sich nicht. Ey. Die Hitboxen von dem Vieh, die sind quasi, ich weiß nicht. Also,
Hohepriesters rechtes Auge. Ein verzauberter Ring, den Hohepriester Sullivan seinen Rittern verleiht. Ritter, die in die schwarze Kugel blicken, werden in tödliche Kämpfe gelockt und verwandeln sich in rasende Bestien. Es ist also kein Wunder, dass der Hohepriester diese Ringe nur jenen gibt, die in fremde Länder ziehen. Wenn man die Puppe nicht hat, kommt man nicht rein. Ja. Wow. Sammeln wir hier noch die Items ein. Hier. Hä? Das sind noch zwei, drei Items. Die, ach, hier. Hä? Es sieht ja alles immer so aus, als ob das ein Shiny wäre. Seelencontainer. Da vorne. Eisblauer Moosklumpen. Dieser Moosklumpen gibt eine wohlige Wärme und ein sanftes Licht ab, reduziert den Aufbau von Kälte und heilt Erfrierungen. Kälte baut sich im Körper auf und führt zu Erfrierungen, welche an der Gesundheit zehrt, die Schadensminderung reduziert und die Ausdauerregeneration verlangsamt. Item auf der Brücke vergessen? Da liegt nichts. Ach, hier, doch. Stimmt. Heimatknochen. Voila. Alles klar. Dann ist jetzt alles gemacht, um dann, wenn wir mit Dark Souls 3 weitermachen, hier Irithyll zu erkunden und einer meiner absoluten Lieblingsbosse im Spiel zu bekämpfen. Aber nächsten Freitag machen wir erst einen Abstecher in Elden Ring Shadow of the Erdtree, den ersten und einzigen DLC von From Software für dieses fantastische Spiel. Start wie immer um 19 Uhr und die Aufzeichnung dazu wird es dann gleich am Samstag drauf geben. Und bis dahin freuen wir uns alle schon auf diesen hoffentlich ganz, ganz, ganz tollen DLC. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für diesen tollen Abend. Das waren echt tolle Gespräche. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Die Follows und die Abos, Dankeschön. Auch an die lieben Spenden, Dankeschön. Ja, einen schönen Samstag, ein schönes Restwochenende und reiben wir uns die Hände, zählen die Stunden. Bis nächste Woche, bis dann endlich dieser verdammt hoffentlich geile DLC erscheint. Ich bin guter Dinge, dass es was wird. Ich wünsche euch was. Bye bye, Leute. Und macht's gut.